Hallo und herzlich willkommen. Die Wandgehäuse aus der PCO-Serie. Wir haben ja eins davon stehen. Die gehörten sicher zu den ungewöhnlichsten Produkten, die Lian Li so in der letzten Zeit vorgestellt hat. Flexibel nutzbar übrigens nicht nur als Wandgehäuse, durchaus auch hingestellt. Verwendbar. Ja, da war man dann doch etwas überrascht, als Thermaltake einige Zeit später ein nicht ganz unähnliches Konzept vorgestellt hat, das Core P5. Auf den ersten Blick schon mal ja ein anderes Format auf jeden Fall und wir werden dann auch sehen, durchaus etwas anders ausgelegt, aber so von der Grundidee her tatsächlich im Prinzip der wohl einzige Konkurrent aktuell zu diesen PCO-Modellen und deswegen wollen wir uns das natürlich hier auch mal anschauen. Thermaltake verzichtet erst einmal darauf, verschiedene Wandgehäuse anzubieten und hat also jetzt nur dieses Core P5 ins Programm aufgenommen. Das deckt aber doch ganz unterschiedliche Nutzungsszenarien ab. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, praktisch die Hardware aus einem MIDI Tower zu nehmen und hier zu montieren. Also ein ATX Mainboard mit einem ATX Netzteil, Grafikkarten in solider Länge und ja, wenn man sich das dann einmal anschaut, sieht das schon sehr, sehr anders aus als diese Lian Li PCO-Modelle. Während der Lian Li-Ansatz im Prinzip einfach ein flaches Desktop-Gehäuse ist mit eben dieser Wandmontagemöglichkeit, hat Thermaltake hier einfach eine Platte entwickelt, möchte man fast sagen. Im Prinzip ist das Ganze ein großer Mainboard-Tray, der etwas dicker gestaltet worden ist. Hier hinten können wir dann die Rückseite abnehmen und haben dann die Möglichkeit, sozusagen hinterm Tray noch ein paar Laufwerke zu verstauen, das Kabelmanagement zu machen und auf der Front dann im Prinzip einfach das Mainboard, das Netzteil und auch das Kühlsystem untergebracht. Wenn wir hier nochmal ein bisschen rumschauen, können wir schon erahnen, dass wir also in dem Areal dann Lüfterplätze haben und hier an der Seite, da gibt es tatsächlich auch ein I.O.-Panel und hier haben wir auch die Bedienelemente. I.O.-Panel, der war ganz gut bestückt mit insgesamt 4 USB-Ports und in Audiobuchsen von den USB-Ports immerhin 2 mit USB 3.0 Unterstützung. Natürlich wollen wir auch mal hinter die Kulissen blicken, haben jetzt also hier die Rändelschrauben gelöst und sozusagen die Rückwand vom Core P5 abgenommen. Da sehen wir gleich, es gibt 3 Laufwerksplätze in 3 normalen Laufwerksschubladen, dort also die Möglichkeit dann 2,5 oder 3,5 Zoll Laufwerke zu verbauen. Wir haben hier auch einen magnetischen Staubfilter beiliegen und natürlich auch jede Menge Platz, um eben vor allem das Kabelmanagement hier noch zu verwirklichen. Wie genau das Core P5 aufgebaut ist und zu nutzen ist, wird am besten verständlich, wenn man es mit Hardware bestückt. Deswegen haben wir jetzt unser Testsystem schnell verbaut und wollen das Gehäuse dann damit weiter erklären. Wir haben jetzt hier erstmal die Standmontage gewählt, das heißt also, wir haben hier diese beidigen Kunststoffstandfüße angeschraubt. Alternativ haben wir Gummipuffer, um das Ganze hinzulegen oder eben die schon vorgestellte Wandmontage. Was wir jetzt sehen, ist im Prinzip das Gehäuse mit einem Mikro-ATX-System bestückt. Wir können hier ganz gut auch nochmal die Dimensionen erkennen. Wir können ganz gut erkennen, wie viel Platz für die Komponenten ist. Wir haben also hier tatsächlich die Möglichkeit, einen Tower-Kühler unterzubringen. Wir haben auch die Möglichkeit, diese langen Grafikkarten unterzubringen. Und wir sehen jetzt auch, dass es frontal noch ein Show-Festplatten- oder SSD-Laufwerksplatz gibt mit einer Laufwerksschublade. Also in Ergänzung zu den versteckten Laufwerksplätzen hinter dem Mainboard Tray. Zur Montage muss man erst noch ein paar Anbauten hier montieren. Das wäre zum einen die Halterung für die Erweiterungskarten und das sind die Halterungen hier für das Netzteil. Die vordere ist von der Tiefe her verschiebbar. Es gibt also 4 Positionen, in denen man die nutzen kann. Und dann lässt sich die Hardware hier eigentlich relativ unkompliziert verbauen. Ist natürlich auch ganz gut zugänglich, weil wir hier wirklich ein richtiges Freiluftgehäuse haben. Abschließend dann, möglichst bevor man die Rückenplatte ranbaut, sind hier noch diese
Streben zu befestigen. Und diese Streben haben dann hier vorne nochmal Ränderschrauben, mit denen diese Plexiglasscheibe gesichert wird. Das ist wirklich auch Plexiglas, kein gehärtetes Echtglas wie bei Lian-Li. Und anders als bei Lian-Li haben wir auch wirklich keine geschlossenen Seiten, sondern wir haben hier diesen Freiluftaufbau. Staubschutz ist dann natürlich dann denkbar schwierig. Dafür ist das Ganze Open Air. Und was wir hier schön auch sehen, das sind die Wasserkühlungsmöglichkeiten. Wir haben hier also tatsächlich auch die Möglichkeit, einen Radiator bis hin zum 480er Format zu verbauen und zu nutzen. Den habe ich jetzt nur so reingestellt, weil das Testsystem natürlich luftgekühlt ist. Aber man sieht schön die Platzverhältnisse. Das passt also allemal. Daneben übrigens auch noch die Möglichkeit, einen großen Ausgleichsbehälter zu installieren. Auch daran hat Thermaltek also gedacht. Fassen wir das mal kurz zusammen. Das P5 ist sicher ein sehr spezielles Gehäuse. Von der Alltagstauglichkeit her auch so ein bisschen fragwürdig. Staubschutz ist sehr eingeschränkt und für luftgekühlte Systeme im Prinzip nur dann sinnvoll, wenn man halt auch die natürliche Konvektion nutzt, weil wir jetzt hier keine weiteren Lüfterplätze groß haben und die Lüfterplätze dort sind natürlich vor allem für die Wasserkühlungsnutzung relevant. Aber was so den Exoten-Wert angeht, was einfach das Präsentieren von Hardware angeht, da hat Thermaltek natürlich hier schon ein ganz spannendes Konzept zusammengestellt. Ein Konzept, das auch relativ einfach genutzt werden kann, sich recht unkompliziert handhaben lässt. Und dabei auch durchaus eine gewisse Flexibilität bietet, weil man kann das Gehäuse eben in drei verschiedenen Positionen aufstellen, hinlegen, an die Wand hängen. Also das ist schon ganz spannend, aber eben sicher nur für einen eingeschränkten Nutzerkreis. Die Frage, die noch offen ist, ist aktuell für uns der Verkaufspreis. Hoffentlich können wir das bis zur Testveröffentlichung noch klären. Das ist dann natürlich dann auch noch so eine Geschichte, wie breit dann der mögliche Käuferkreis ist, einfach vom Preis her. Ansonsten sind das hier unsere ersten Eindrücke zu Thermaltek Core P5. Zeitgleich zum Video geht auch unser ausführlicher Test online. Da gibt es dann natürlich dann in gewohnter Form ein ausführliches Fazit, unsere Messwerte und so weiter und so fort. Das bitte alles auf hardwarelux.de nachlesen. Weiter erklären. Wir haben jetzt hier erstmal die Standmontage gewählt. Das heißt also, wir haben hier diese beidigen Kunststoffstandfüße angeschraubt. Alternativ haben wir Gummipuffer, um das Ganze hinzulegen oder eben die schon vorgestellte Wandmontage. Was wir jetzt sehen, ist im Prinzip das Gehäuse mit einem Mikro-ATX-System bestückt. Wir können hier ganz gut auch nochmal die Dimensionen erkennen. Wir können ganz gut erkennen, wie viel Platz für die Komponenten ist. Wir haben also hier tatsächlich die Möglichkeit, einen Tower-Kühler unterzubringen. Wir haben auch die Möglichkeit, diese langen Grafikkarten unterzubringen. Und wir sehen jetzt auch, dass es frontal noch ein Show-Festplatten- oder SSD-Laufwerksplatz gibt mit einer Laufwerksschublade, also in Ergänzung zu den versteckten Laufwerksplätzen hinter dem Mainboard-Tray. Zur Montage muss man erst noch ein paar Anbauten hier montieren. Das wäre zum einen die Halterung für die Erweiterungskarten und das sind die Halterungen hier für das Netzteil. Die vordere ist von der Tiefe her verschiebbar, gibt es also vier Positionen, in denen man die nutzen kann. Und dann lässt sich die Hardware hier eigentlich relativ unkompliziert verbauen, ist natürlich auch ganz gut zugänglich, weil wir hier wirklich ein richtiges Freiluftgehäuse haben. Abschließend dann, möglichst bevor man die Rückenplatte ranbaut, sind hier noch diese Streben zu befestigen und diese Streben haben dann hier vorne nochmal Ränderschrauben, mit denen diese Plexiglasscheibe gesichert wird. Das ist wirklich auch Plexiglas, kein gehärtetes Echtglas wie bei Lian-Li. Und anders als bei Lian-Li haben wir auch wirklich keine geschlossenen Seiten, sondern wir haben hier diesen Freiluftaufbau. Staubschutz ist dann natürlich dann denkbar schwierig. Dafür ist das Ganze Open Air und was wir hier schön auch sehen, das sind die Wasserkühlungsmöglichkeiten. Wir haben hier also tatsächlich auch die Möglichkeit, einen Radiator bis hin zum 480er Format zu verbauen und zu nutzen. Den habe ich jetzt nur so reingestellt, weil das Testsystem natürlich luftgekühlt ist. Aber man sieht schön die Platzverhältnisse, das passt also allemal. Daneben übrigens auch noch die Möglichkeit, einen großen Ausgleichsbehälter zu installieren. Auch daran hat Thermaltek also gedacht. Thermaltek verzichtet erst einmal darauf, verschiedene Wandgehäuse anzubieten und hat also jetzt nur dieses Core P5 ins Programm aufgenommen.
Das deckt aber doch ganz unterschiedliche Nutzungsszenarien ab. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, praktisch die Hardware aus einem MIDI-Tower zu nehmen und hier zu montieren. Also ein ATX-Mainboard mit einem ATX-Netzteil, Grafikkarten in solider Länge. Und ja, wenn man sich das dann einmal anschaut, sieht das schon sehr, sehr anders aus als diese Liani-PCO-Modelle. Während der Liani-Ansatz im Prinzip einfach ein flaches Desktop-Gehäuse ist mit eben dieser Wandmontagemöglichkeit, hat Firmeltek hier einfach eine Platte entwickelt, möchte man fast sagen. Im Prinzip ist das Ganze ein großer Mainboard-Tray, der etwas dicker gestaltet worden ist. Hier hinten können wir dann die Rückseite abnehmen und haben dann die Möglichkeit, sozusagen hinterm Tray noch ein paar Laufwerke zu verstauen, das Kabelmanagement zu machen und auf der Front dann im Prinzip einfach das Mainboard, das Netzteil und auch das Kühlsystem untergebracht. Wenn wir noch mal ein bisschen rumschauen, können wir schon erahnen, dass wir also in dem Areal dann Lüfterplätze haben. Und hier an der Seite, da gibt es tatsächlich auch ein I.O.-Panel und hier haben wir auch die Bedienelemente. I.O.-Panel, der war ganz gut bestückt mit insgesamt 4 USB-Ports und in Audiobuchsen von den USB-Ports immerhin 2 mit USB 3.0 Unterstützung. Natürlich wollen wir auch mal hinter die Kulissen blicken, haben jetzt also hier die Rändelschrauben gelöst und sozusagen die Rückwand vom Core P5 abgenommen. Da sehen wir gleich, es gibt 3 Laufwerksplätze in 3 normalen Laufwerksschubladen, dort also die Möglichkeit, dann 2,5 oder 3,5 Zoll Laufwerke zu verbauen. Wir haben hier auch einen magnetischen Staubfilter beiliegen und natürlich auch jede Menge Platz, um eben vor allem das Kabelmanagement hier noch zu verwirklichen. Wie genau das Core P5 aufgebaut ist und zu nutzen ist, wird am besten verständlich, wenn man es mit Hardware bestückt. Deswegen haben wir jetzt unser Testsystem schnell verbaut und wollen das Gehäuse dann damit. Hallo und herzlich willkommen! Die Wandgehäuse aus der PCO-Serie, wir haben ja eins davon stehen, die gehörten sicher zu den ungewöhnlichsten Produkten, die Liani so in der letzten Zeit vorgestellt hat. Flexibel nutzbar übrigens nicht nur als Wandgehäuse, durchaus auch hingestellt, verwendbar. Ja, da war man dann doch etwas überrascht, als Firmeltek einige Zeit später ein nicht ganz unähnliches Konzept vorgestellt hat, das Core P5, auf den ersten Blick schon mal ein anderes Format auf jeden Fall und wir werden dann auch sehen, durchaus etwas anders ausgelegt, aber so von der Grundidee her tatsächlich im Prinzip der wohl einzige Konkurrent aktuell zu diesen PCO-Modellen und deswegen wollen wir uns das natürlich hier auch mal anschauen. We'll be right back.